die örtlichen Polizeibehörden einen Streit um Zuständigkeit schlichten, bleiben diese beiden eine beliebte Attraktion für selfiesüchtige Schnorchler. Speiseplan voll Injektionsnadeln und gebrauchten Schwangerschaftstests bieten. Stop!
haben enge Freunde oder Familienmitglieder, die von Haien gänzlich oder teilweise gefressen wurden. Die Heimsuchung des Sumpfes. Bayou Willy. Fische, die höher in der Nahrungskette stehen, sind in der Lage, verschiedene Gewässer zu durchqueren. Zu gewährleisten, wurde ein Kopfgeld auf das flüchtige Haiweibchen ausgesetzt. Ständigen Cesarek bekommt. Haben.
Samurai und Spartan Stuff. Herkömmliche Methoden sind gescheitert. Daher senden die Behörden eine bunte Gruppe von nicht ausgebildeten Personen ohne Lizenz aus, um Hai gegen Delfin, Orca gegen Riesentintenfisch, Boot gegen Pfeiler. Wenn es um Überlegenheit geht, ist der Wettbewerb meist tödlich und der tödliche Bartender, Bobby Bojangles. Überwachung aus der Luft ist das Vertrauen von Touristen und Einheimischen verschwindend gering. Vor einem fiesen, schrecklichen Tod bewahrt. Abgesehen davon, dem Strand einfach ein paar Stunden fernzubleiben. Eine weitere Haifischjagd neigt sich dem Ende zu. Zurück an Bord der Cajun Queen. Das ist Kyle, mein Sohn. Er ist nur den Sommer hier.
studiert Meeresbiologie. Ich kann mit einer Hand Haken anbinden. Er kann sich mit zwei kaum die Schuhe binden. Muss er von seiner Mama haben. Ja. Ich habe meinem Vater das ganze Jahr geholfen. Haben viel Zeit zusammen verbracht. Aber wir standen uns nicht nahe. Er war Haifischjäger. Sonst nichts. Wenn jemand den Megahai erwischt hätte, wäre er es. Ich dachte, es wäre ein entflohenes Experiment der Regierung. Junge, er wollte diesen Hai. Unbedingt. Hat ihn mal gefunden, aber nicht gefangen. Was ist mit deinem Vater passiert? Was ist passiert? Hört mal. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit für Fragen. Ich habe zu tun. Genau wie Kyle LeBlanc ist unser junger Bullenhai der Erbe einer langen Familientradition und versucht, seinen Platz in der Welt zu finden. Heimwerkertraum mit atemberaubendem Panoramablick auf den See. Offener Wohnbereich in traditionellem Stil. Fragen Sie nach Deborah. Sicher, es wäre praktischer, einfach die Strände zu schließen. Aber warum sollte man das tun, wenn man einfach eine Truppe bewaffneter Einheimischer auf... Sagt, was ihr wollt. Diese Landstreicher sind gute Arbeiter. Zu meinem missratenen Sohn Kyle. Deshalb bezahle ich sie dafür, dass sie nach dem Hai Ausschau halten.
Golden Shores wurde als Feriendomizil für Wohlhabende gebaut. Mit spektakulärem Meerblick, privatem Strandzugang und einem Tor, um die Einheimischen fernzuhalten. Bezeichnen Haie als die Jagdhunde des Meeres. Und dieser wird seinem Ruf mit Sicherheit gerecht. Ermöglicht eine kurze Erholung vom Sturm und Drang des Golfs.